Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen neuen Kontakt anlegt, und zwar anhand der HTC Sense Oberfläche. Ich gehe hier mal in den Kontakt-Tab und ihr seht, ich habe hier keine Favoriten. Ich habe das Telefon zurückgesetzt, außer der SIM-Kontakte ist überhaupt nichts auf dem Telefon. SIM-Kontakte sind die Daten, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Also wenn ich die Karte rausnehme und in ein anderes Handy stecke, habe ich die immer bei mir. Ich kann aber auch hier Kontakte anlegen, die im Telefon gespeichert sind. Diese haben natürlich die Möglichkeit, dass viel mehr Informationen hinterlegt werden können. Ein SIM-Kontakt ist ja meistens nur der Name und die Telefonnummer und vielleicht noch ein Zusatz und dann war es das. Hier kann ich zum Beispiel auch die Adresse und Geburtstag und sowas alles hinterlegen. So, jetzt bin ich hier im HTC Kontaktmanager. Hier habe ich erstmal einen Tab für alle Kontakte, für meine Favoriten. Hier kann ich Gruppen anlegen. Hier kann ich aktuelle Ereignisse einsehen und meine Anrufliste einsehen. Wenn ich hier zum Beispiel nochmal auf Gruppe gehe, kann ich hier eine Gruppe anlegen für Kollegen, Familie, Freunde. Da kann ich dann entsprechend meine Kontakte einordnen. Das ist natürlich dann leichter, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail mit einem, ich sag mal, Bild verschicken will und das an mehrere Leute. Dann gehe ich auf die entsprechende Gruppe, wo zum Beispiel meine Arbeitskollegen drin sind, und kann dann an alle gleichzeitig eine E-Mail verschicken. Gut, gehen wir in den Kontakt-Tab. Hier klicke ich jetzt einfach auf Neu und kann hier sofort loslegen. Einmal, wenn ich hier oben drauf tippe, auf das Bild, dann kann ich mir aussuchen, von woher ich ein Bild für diesen Kontakt einfügen möchte. Ich kann ihn einmal mit der Kamera direkt fotografieren. Album öffnen, damit würde ich auf den Speicher des Telefons zugreifen, wenn ich dort schon ein Bild vom Kontakt habe. Outlook wäre, wenn mir der Kontakt zum Beispiel ein Bild mal per E-Mail geschickt hat. Und Facebook wäre, wenn ich ein Foto vom Kontakt bei Facebook habe. Ich klicke jetzt hier mal bei Abbrechen, gebe hier den Namen ein. Hier kann ich zum Beispiel auch den Nachnamen eingeben. Wenn ich hier auf die Pfeiltaste nach unten tippe, komme ich direkt zur Handynummer. Noch einmal nach unten kann ich die E-Mail eingeben. So, wäre es eigentlich richtig. Hier kann ich noch die Firma eingeben, wo derjenige arbeitet oder die ihm gehört, und die Position, die er dort bekleidet. So auch Privat- und Büroadresse mit Postleitzahl, Land, Ort und Straße. Ich kann natürlich auch einen Geburtstag für diese Person eingeben. So auch zum Beispiel den Jahrestag und Verknüpfungen zum Facebook-Konto. Wenn ich hier auf Weitere tippe, verlasse ich die HTC Sense-Oberfläche und komme zum Kontaktmanager von Windows Mobile, von Outlook. Hier habe ich noch einmal die Möglichkeit, alle Daten, die ich eben eingegeben habe, einzusehen und noch weitere Daten hinzuzufügen, wie zum Beispiel hier eine Notiz. Oder hier unten zum Beispiel Kontonummer, Kundennummer. Das sind Sachen, die im Sense nicht drin sind. Wenn ich hier auf OK tippe, bin ich wieder in der Sense-Oberfläche. Hier ist mein Kontakt, den ich gerade angelegt habe. Wenn ich darauf tippe, sehe ich alle Daten. Hier kann ich direkt klicken, Kontakt bearbeiten. Kann ich hier nochmal, wenn ich etwas falsch eingegeben habe, korrigieren. Bestätige mit OK.
Wenn ich jetzt diesem Kontakt eine Nachricht senden will, brauche ich nur tippen Nachricht senden. Genauso auch mit E-Mail und mit Anrufen. Ich kann natürlich auch hier unten diese Tabs nutzen, das ist das Gleiche. Jetzt kann ich diesen Kontakt auf der SIM-Karte speichern. Ich kann diese Visitenkarte einem Kollegen schicken. Wenn ich jetzt diesen Kontakt, sage ich jetzt mal, einem anderen geben möchte. Genauso gut kann ich diesen Kontakt aber auch löschen, wenn ich mit dem nichts mehr zu tun haben will. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Wenn noch Fragen offen sind, können wir ja gerne im Forum darüber diskutieren.